is near. Und damit hallo und herzlich willkommen zum letzten Tag des Infinity Countdowns. Und heute möchte ich mich einfach mal mit dem Infinity Countdown beschäftigen. Wie war es für mich? Wie war es für euch? Wie war der Zusammenhalt? Ich möchte nicht weiter Infinity War hypen. Ich möchte es nicht runtermachen. Ich möchte es nicht spoilern. Ich möchte einfach mal zusammenfassen, wie ich die Zeit mit euch erlebt habe und dieses Video quasi euch widmen. Also jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich möchte zunächst einfach mal Danke sagen. Vielen Dank für jeden Einzelnen, der mich im Infinity Countdown unterstützt hat, der immer da war, auch schon vorher. Wir haben mittlerweile die 3000 Abonnenten geknackt, auch wenn ich glaube, das wird nicht von allzu langer Dauer sein. Aber jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter rein. Und zwar, die Zeit mit dem Infinity Countdown war einfach überragend. Was ich von euch für Rückmeldungen bekommen habe, für Ideen, für was weiß ich nicht, für Unterstützung, das fand ich einfach mega, mega geil. Die Befürchtung, die ich jetzt habe, oder was heißt Befürchtung, dass wenn der Infinity-Hype vorbei ist, wir haben jetzt die 3000 Abonnenten geknackt, wird dieser Channel immer weiter mal wieder zurückgehen an der Abonnentenzahl. Aber das soll mich nicht weiter stören, ich möchte euch da auch ein bisschen beruhigen, denn selbst wenn hier nur noch 50 Leute drauf sind, dann möchte ich den Kanal weitermachen. Aus dem einfachen Grund, hier sind so viele Leute, die mich unterstützen, die Spaß haben, an meine Videos zu sehen, und mir macht es auch Spaß, für euch Videos zu machen. Ihr sendet mir immer wieder Vorschläge, was ihr sehen wollt, und die versuche ich dann natürlich auch umzusetzen, und das gefällt mir einfach, dieser Umgang mit der Community. Und das sollte für euch natürlich auch bewusst sein, ich mache das nicht wegen dem Geld. Ich habe die Monetarisierung zwar beantragt, schon vor anderthalb Monaten, die ist von YouTube allerdings noch gar nicht gewährt worden, weil sie im Moment mit den Kontrollen viel zu sehr hinterherhängen. Das heißt, in den 2,5 Monaten, in denen ich tagtäglich wirklich jeden Tag ein Video für euch gemacht habe, außer ab und zu sonntags mal nicht, habe ich quasi nichts daran verdient. Das habe ich meiner kompletten Freizeit quasi entnommen und ich habe halt nichts zurückbekommen in Geld, sondern ich habe die Rückmeldung von euch bekommen, dass ihr das feiert, dass ich das mache, dass ihr Spaß an meinem Channel habt, und das ist für mich das Wichtigste. Natürlich wäre es zwar schön gewesen, das ein oder andere Centchen mitzunehmen, vor allem, weil es gar nicht so wenig gewesen wäre, aber es ist jetzt einfach so gekommen, wie es ist. Ich habe nichts daran verdient und ich habe, naja doch, ich habe schon was verdient. Ich habe viel mehr verdient, als man es eigentlich beschreiben kann. Aus dem einfachen Grund, ich habe eine Community dazu gewonnen, die für mich da ist, die untereinander gut da ist, die sich untereinander gut versteht. Wir können zusammen immer wieder über Marvel diskutieren und auch in Zukunft hoffentlich über anderen Shit. Und ja, das möchte ich einfach mal, das muss einfach gesagt werden, dass ich das richtig feiere. Und ich hoffe, ihr merkt auch, ich habe mir kein Skript oder so zusammengeschrieben, sondern ich möchte einfach mal aus dem Herzen raussprechen, wie der Infinity Countdown so für mich war, was er für mich bedeutet hat, und vor allem Danke sagen für jeden Einzelnen. Ich habe immer wieder versucht, Gewinnspiele für euch aufzuziehen. Das hat natürlich nicht immer so ganz geklappt. Die Gewinne gingen immer erst sehr spät raus, weil ich halt, wie gesagt, nicht viel Geld hatte, es rauszuschicken. Aber die Gewinne sind immer bei euch angekommen. Einer ist noch unterwegs, der müsste eigentlich auch heute oder morgen ankommen. Jetzt ist aber noch die andere Sache, wofür ich Danke sagen muss, und zwar auch mal an meinen Sponsor, an ultrainstinct.com. Der hat mich so gut unterstützt, der hat mir immer wieder Sachen zukommen lassen. Er ist genauso im Aufbau wie dieser Channel gewesen, und das möchte ich einfach auch nochmal extra hervorheben, dass der wirklich mit mir zusammenarbeitet, mir immer wieder neues Zeug zur Verfügung stellt, was ich zeigen kann und euch natürlich verlosen kann. Jetzt unter anderem ganz neu in Shop hier dieser Schlüsselanhänger, den feiere ich auch total. Für die Dragon Ball Fans unter euch ein LED müsste das sein, Schlüsselanhänger, sieht mega, mega nice aus, ist auch im Shop, Versand kostenfrei, ihr könnt es natürlich mal testen, es ist nicht teuer und ja, es wird auch immer wieder pünktlich bei euch da sein. Aber jetzt wieder genug vom Sponsor weg, wir gehen mal Richtung Fantreffen, was nächste Woche ansteht, und zwar am 5.5. in Köln, da sind immer noch Plätze frei, wenn ihr da kommen wollt. Das hoffe ich, wird auch noch richtig cool mit euch zusammen diesen Film zu gucken, so als Infinity-Abschluss, und darauf freue ich mich auch schon mega sehr, wow, gut ausgedrückt. Ich freue mich darauf einfach unglaublich, weil ich dann euch mal persönlich treffen kann, mit euch persönlich mal reden kann. Ich versuche mir natürlich hier auf YouTube immer wieder Zeit für jeden zu nehmen, auf Facebook Zeit für jeden zu nehmen und vor allem auch bei Discord und bei Instagram, wenn ihr mir da noch nicht folgt, Link ist unten in der Videobeschreibung, vielleicht blende ich sogar ein, wenn ich dran denke. Da könnt ihr mir immer schreiben, ich antworte eigentlich so gut wie immer, wenn ihr mir irgendwas schreibt, von wegen neuen Videos, Feedback oder. Ich antworte eigentlich so gut wie immer, und
das möchte ich auch weiter beibehalten. Ich möchte so viel Zeit wie möglich mit euch verbringen, weil es soll ein Community-Kanal sein und nicht hier, ich ratter meine Videos runter, ihr guckt sie oder ihr guckt sie nicht, ist mir scheißegal. Sondern mir geht es um die Leute, die jetzt hier sind, die meine Videos mögen und hoffentlich auch in Zukunft weiter hier sind. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen auf die Zukunft eingehen, und zwar, wenn der Infinity War Hype vorbei ist, der wird ja natürlich erstmal noch anhalten, aber wenn der vorbei ist, möchte ich diesen Kanal ein bisschen umgestalten, damit ich nicht nur an Marvel gebunden bin, sondern noch anderes Zeug machen kann, woran ich Spaß habe. Unter anderem natürlich die Marvel Comics, DC Comics, DC Filme und DC Serien. Da sind so viele coole Sachen dabei, von denen ihr gar nicht wusstet, und sei es Cartoon-Serien oder Animationsfilme, da sind so coole Sachen dabei, und ich hoffe, ich kann euch damit auch den ein oder anderen vielleicht mal näher bringen, damit ihr vielleicht auch euch mal für DC interessiert, weil da ist so viel Potenzial, was ihr einfach nicht kennt, was ich euch mal vorstellen muss, weil ich auch selbst daran sehr, sehr viel Spaß habe. Dann möchte ich gucken, vielleicht die ein oder andere Comic-Verfilmung, die mal ansteht, sei es mal so ein Power Rangers, so ein Transformers-Film, einfach nur mal zusammenfassen. Natürlich möchte ich auf die Serien eingehen von Marvel und DC, ist ganz klar. Da ist so viel Material noch, was man besprechen kann und besprechen muss. Aber was ich auch sagen muss, wenn der Infinity War Hype vorbei ist, wird es nicht mehr jeden Tag ein Video geben, weil das ist zeitlich einfach nicht zu machen, aus dem einfachen Grund, ich vom Geldtechnischen her bringt es mir halt nichts ein. Nebenjob kommt jetzt auch noch dazu, das heißt, mir fehlt ein bisschen die Zeit. Ich versuche natürlich 3 bis 4 Mal die Woche trotzdem ein Video für euch zu machen. Ihr könnt mir dann natürlich auch immer mal wieder Videovorschläge senden. Am liebsten natürlich bei Instagram. Da antworte ich so gut wie immer. Bei YouTube schaffe ich es nicht immer, und ja. Und eigentlich bleibt mir jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich mich nochmal recht herzlich wirklich bei jedem Einzelnen von euch bedanke, der da ist und da bleibt. Gerne auch mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen Channel vielleicht noch weiter verfolgen werdet oder nicht. Das möchte ich auf jeden Fall mal gerne wissen. Der ein oder andere wird wahrscheinlich jetzt schon ein D-Abo geben, weil heute kein Infinity War Video da ist, aber dieses Video musste ich jetzt einfach mal nutzen als Fazit für die geile Zeit, und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer ich freue mich auf eine weitere coole Zeit mit euch, und jetzt steht ja erstmal der Infinity War bevor, auf den ich mich noch viel mehr freue, und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ich mein erstes Infinity War Review-Video raushaue, mit Spoilern, ohne Spoiler, da wird alles kommen. Wartet es also ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Und ich sage noch einmal, ciao und bis denne.